Hallo und herzlich willkommen zu Sims 4 und einer neuen Folge der Straßenkinder Challenge Part 10 heute schon. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir sehr viel Spaß. Ja, hier siehst du jetzt alle mal auf einem Bild. Anthony versteckt sich etwas hinter Laura und Daria. Aber du siehst schon, alle Kinder haben schlechte Laune. Ich habe bereits 1,5 Tage vorgespielt, denn dort habe ich mich überwiegend um die Bedürfnisse gekümmert, Hausaufgaben gemacht und auch Schulprojekte. Du siehst hier schon bereits, wir haben hier 3 Vulkane und so ein Sonnensystem. Diese Schulprojekte werde ich gleich verkaufen und wir werden eingeladen. Ja, was spricht denn dagegen? Wir könnten ja mal hin, denn Brooklyn hat ja sowieso schlechte Laune und ich habe keine Ahnung, woher sie sich kennen. Schauen wir mal, ob sie in der Freundschaftsliste ist. Ja, also irgendwann haben die sich wohl getroffen und gequatscht. Bürgermeister Schnurrhaar ist anscheinend auch noch am Leben. Ich bin am Überlegen, ja, diesen Kater zu adoptieren. Und du hast uns eingeladen und wir müssen uns dennoch bei dir vorstellen, obwohl du schon hier in der Liste bist. Macht das Sinn? Ich glaube nicht. Dann stell dich nochmal kurz vor und auch hier bei dem Mann von ihm. Und wenn ich mich richtig entsinne, müsste das hier Winburg sein. Ich meine, das wären die Bewohner von Winburg. Ja. Ja, wir sind hier eindeutig in Winburg. Und ja, jetzt geht sie zur Arbeit. Denn sie ist in einer Theater-AG. Also das war wirklich ein sehr, sehr kurzer Besuch. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier wieder auf unserem Grundstück. Und gestern war Montag und wir haben wieder eine tolle Rechnung bekommen von 987. Schön, dass wir ja so viel Geld haben. Jetzt haben wir sage und schreibe 62 Simoleons. Und das bricht uns echt das Genick. Ich wollte mich heute überwiegend um die Kinder kümmern und wir bekommen schon wieder einen Anruf. Ja, heute sind sehr viele Anrufe. Er soll von mir aus vorbeikommen. Daria, du bist irgendwie müde, aber du gehst schon bereits ins Bett. Das ist sehr gut. Anthony war hier schon erfolgreich am Malen. Also anscheinend möchte Bess Geld von uns, aber wir können uns das nicht leisten, denn mit 62 Simoleons, was soll man da anstellen? Also Daria ist auch ziemlich K.O. Sie hat in der letzten Folge ja einen Job angenommen. Wir hatten ja einmal diese Strandreinigung und sie arbeitet jetzt auch früh von 5 bis 7, sprich vor der Schule, als Barista. Und du siehst schon, sie bräuchte auch Level 2 der Mixfähigkeit und das gestaltet sich etwas schwierig, denn wir haben hier keine Bar. Ja, die zwei scheinen sich auch schon gut zu verstehen. Das freut mich und ich muss endlich dieses Grundstück ausbauen. Vielen Dank, dass du unser Grundstück sauber machst. Und die Energie von den Kindern ist, naja, sie könnte besser sein. Sie könnte wirklich besser sein. Wow, die Energie ist wirklich schlecht. Okay, dann legt euch bitte alle hin. Wir werden morgen die Schule schwänzen. Es geht ja halt nicht anders. Ah, ich habe schon gesehen, dass sie schulisch doch ziemlich gut sind. Also Daria hat eine 3. Okay, er hat auch eine 3. Brooklyn ist eine Zweierschülerin. Das hat mich schon sehr gewundert. 3. Und er ist auch ein Zweiergrundschüler. Und Justin auch. Und Brooklyn, du bist wieder da. Wir brauchen unbedingt mehrere Betten. Aber wir haben ja dieses Zelt. Vielleicht magst du ja hier drin schlafen. Ich hatte ja gehofft, dass die Rechnung nicht allzu teuer sein wird. Weil wir haben ja jetzt hier die Solarzellen. Also Daria hat bislang die besten Werte. Ich werde jetzt hier noch eine schnelle Mahlzeit mit dir essen und dann werde ich ganz einfach mit ihr anfangen, um irgendwas zu sammeln, denn ja, nur so kommen wir zu Geld. Ich könnte mit ihr auch einen Gelegenheitsjob heute nochmal starten, dann ist sie wirklich fulltime ausgelastet mit Schule, aber ich sehe gerade, ich könnte im Grunde auch einen Urlaubstag nehmen. So, ihr zwei scheint euch auch gut zu verstehen. Er ist junger Erwachsener und ich schaue hier gerade schon nach einem Nebenjob für Daria. Also das wäre ja jetzt wieder richtig cool mit Sulani. Ich möchte jetzt auch nicht jeden Tag nach Sulani reisen. Als Gamer schätze ich sie überhaupt nicht ein. Ja, sie könnte wandern. Aber ich glaube, ihre Fitnessfähigkeit ist nicht so hoch. Mixen wäre praktisch für den Barista,
Aber es würde sofort beginnen. Bezahlung 156, Angelfähigkeit Level 3. Es würde Mittwoch um 4 anfangen. Also ich weiß, Daria mag Angeln nicht. Ich werde das mal annehmen. Und jetzt müssen wir doch nach Solani reisen, wie ich sehe. Denn es gibt wohl nur dort die Fische. Wir sind jetzt hier im Fitnessstudio angekommen. Aber ich möchte mit Daria ja keinen Sport machen. Hier ist ein Paparazzi. Wir könnten uns mal lustig vorstellen. Ich möchte mit ihr hier die Angelplätze unsicher machen. Denn bis 4 Uhr müssen wir Level 4 erreichen. Und auch den Fisch angeln. Das wird mit Sicherheit nicht funktionieren. Aber wir könnten es noch probieren. Ich dachte mir, ich versuche jetzt einfach mein Glück. Ich bin jetzt mit Daria auf Solani. Wir haben in Ulo Creek ein Guppy gefangen. Und diesen werde ich gleich einfach mal als Köder verwenden. Wenn es jetzt schon geht. Aber ich glaube, es geht wirklich erst ab Fähigkeit 2, wenn ich mich nicht irre. Jetzt fühlt sie sich noch unwohl. Ich könnte diesen Job im Grunde jetzt schon aufgeben, aber wir warten einfach diesen Sterneabstieg ab. Schweißtreibendes Übel. Sie ist freiwillig ins Wasser gegangen und mag jetzt Fitness nicht. Was mag da ja überhaupt? Sie mag kein Fitness, sie mag nicht angeln. Was mag die Frau? Daria, du magst bestimmt nach Müll und nach Muschel suchen, oder? Also das mit Daria finde ich schon ziemlich krass. Wie gesagt, sie mag kein Angeln, sie mag kein Fitness und hat eine Abneigung gegen Gelb. Okay, schön, dass sie so viele gelbe Klamotten anhat. Ja, das ist doch wirklich interessant. Aber immerhin leben die Kinder auf der Straße. Sie können sich nicht wirklich aussuchen, was sie anhaben. Und wir haben hier einen totalen Misserfolg. Die Bewertung ist natürlich gesunken. Wir haben 0 Simoleons verdient. Und die Beziehung hat sich verschlechtert. Okay. Ja, Daria ist zur Arbeit. Und ich würde mal behaupten, sie hat richtig gute Laune. Ich bin gerade am Überlegen, in welcher Welt wir das meiste Geld machen könnten. Vielleicht in der Stadt, in San Myshuno. Denn es gibt ja einige Schneekugeln und Plakate. Ich bin hier mit den Kindern an der Karaoke-Bar gelandet. Und soweit ich weiß, könnte man hier irgendwo auch angeln, wenn ich mich richtig entsinne. Genau, hier unten gibt es Angelplätze. Okay, dann Anthony, du gehst einfach mal angeln. Das ist unser Kleptomane. Du hast aber keine Abneigung dahin. Dann geh auch erstmal angeln. Ach, hier ist sogar auch noch so ein Spielturm. Das ist ja richtig klasse. Dann könnten die Kinder auch hier etwas rumhängen. Denn ja, der Spaß soll natürlich auch im Vordergrund stehen. Brooklyn, vielleicht magst du hier das Plakat nehmen. Oh, es sind anscheinend schon alle weg. Das ist ja sehr traurig. Oh Gott, hier laufen ja voll die Ratten. Oh cool, Daria ist auch jetzt nach Hause gekommen und hat 82 Simoleons nach Hause gebracht. Sie soll sich erstmal um sich kümmern. Und dann holen wir sie auch rüber. Oh nein, du hast ja jetzt was zu essen geholt. Du sollst doch kein Geld ausgeben. Vielleicht mag jetzt Anthony einfach mit dem Angeln aufhören und auch einfach hier spielen. Also hier in San Myshuno hatte ich wenig Erfolg, was die Geldsache angeht. Ich denke, ich reise woanders hin. Vielleicht haben die Kinder hier etwas mehr Glück. Ich weiß nicht, ob die Kinder im Container was suchen könnten, aber hier gibt es ja auch diese Mülltonnen, wie ich sehe. Gibt es hier überhaupt auf diesem Grundstück einen Container? Okay, der Container ist leer. Ah, vielleicht bekommen wir ja ein Autogramm. Und natürlich bekommen wir kein Autogramm. Das ist ja richtig schade. Oh, das ist ja cool. Hier kann man ja nach einer Richtung wühlen. Wow, ist das hier ein schlechtes Wetter. Dann wühlen wir jetzt einfach hier ein paar Mal nach einer Richtung. Ich wusste echt nicht, dass Kinder das auch machen können. Toni und Laura wärmen sich hier erstmal am Kamin auf. Ich denke, das wird ihnen beiden richtig gut tun. Denn ja, das Wetter. Das Wetter spielt einfach nicht mit. Oh, und Brooklyn hat wirklich schon was gefunden. Das ist richtig klasse. Mal schauen, wie geht es überhaupt da? Okay, du brauchst eine Dusche. Aber sonst ist deine Energie gut aufgefüllt. Dann wühl doch hier mal nach einer Richtung. Im Schlund der Metallbestie hat Daria 680 Simoleons für ihre Spardose gesammelt. Was ist das? Sie wühlt doch jetzt hier einfach nur im Container nach. Ja, nach Einrichtung. Wühl mal weiter. 680 Simoleons nur durchs Wühlen. Also ich denke, mit den Containern werden wir hier am erfolgreichsten. Und ja, das ist, finde ich, auch realistisch. Aber ihr fühlt euch jetzt echt schrecklich. Okay, dann braucht ihr auf jeden Fall ein Bad. Wer fängt an?
Ach, du bist zu der Theater AG. Oh, und das als Stinkbombe. Okay, vielleicht sollte sie sich ein Schaumbad gönnen, liebe Daria. Und ich schaue einfach mal in den Inventaren, ob sie was gefunden haben. Oh, du hast hier dieses Männchen gefunden. Goldener Yamachan-Simi. Ja, das ist ja richtig cool. Vielleicht stellen wir auch sowas wie Möbel her, dadurch, dass wir jetzt diese Farbstoffe haben. Könnte ich mir richtig gut vorstellen. Und dadurch, dass wir auch diese Tunic-Teile haben. Also das Yamachan-Männchen hier ist 250 Simoleons. Wird richtig klasse. Und wir verkaufen es. Du hast hier noch einen Bupi, der ist 6 Simoleons wert. Also nicht wirklich viel. Du bist gerade beschäftigt. Da gucken wir gleich mal. Laura hat auch einiges gefunden. 290 Simoleons. Und dann werden wir auf jeden Fall gleich im Haushaltsinventar mal schauen. Okay, bei dir werden wir nichts verkaufen. Und du hast 2 Spielzeuge. Aber die lassen wir euch. So, mal schauen, ist hier was drin? Wow, hier ist einiges. Ja, im Grunde haben die ja schon viel Spielzeug. Da werde ich diese einfach verkaufen. Wow, 10 Simoleons. 1791, das ist jetzt nicht die Welt, aber damit kann man doch schon was anfangen, oder? Das ist gar nicht so leicht, ans Geld zu kommen, aber durch dieses Containern könnten wir Erfolg haben. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Im nächsten Part, wenn wir wieder Geburtstag feiern, wünsche dir noch einen schönen Tag und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss!